Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Game Changer, eine neue Games-Politik für Deutschland. Ich sehe, der Raum ist voll, darüber freuen wir uns außerordentlich, denn das zeigt Ihr reges Interesse auch. Ich möchte mich gerne kurz vorstellen, mein Name ist Carmen Henschel, ich bin Moderatorin für digitale Themen und freue mich, Sie durch den heutigen Abend begleiten zu dürfen bei diesem wirklich richtig, richtig spannenden Thema. Und wer jetzt sagt, ich habe einen Kollegen gehabt, der wäre so gerne mit mir gekommen, aber der hat Schnupfen, schicken Sie ihm noch schnell eine Nachricht. Der kann die heutige Veranstaltung nämlich live mitverfolgen auf der Facebook-Seite. Da wird es nämlich mit gestreamt, die ganze Diskussion. www.facebook.com/game.verband. Gerne möchte ich an der Stelle auch alle Zuschauer begrüßen. Hallo, schönen guten Abend, die jetzt schon an den Bildschirmen dabei sind. Und wer sich das Ganze nochmal retrospektiv anschauen möchte, die Highlights des heutigen Abends, die wir sicherlich sammeln werden. Es wird in einigen Tagen auch ein Zusammenschnitt des heutigen Abends nochmal auf der Facebook-Seite erscheinen. Soweit, sehr geehrte Damen und Herren, warum sind wir denn eigentlich heute hier? Heute stellt sich der neue gemeinsame Verband der deutschen Gamesbranche im politischen Berlin vor. Das ist ein perfektes Timing, würde ich sagen, denn die neue Schlagkraft und Einigkeit ist, glaube ich, jetzt wirklich von Nutzen für die ganze Branche. Und so einige Menschen spekulieren, dass sich in den nächsten Monaten da vielleicht so einiges tun könnte, worauf viele auch schon lange gewartet haben. Und wenn man einen Blick in die Wahlprogramme und nun auch den Koalitionsvertrag wirft, kann man sehen, Games wird gewürdigt. Darüber freuen wir uns sehr. Und was wollen wir heute hier? Wir wollen darüber diskutieren, was denn nun eigentlich konkret daraus folgt und wie sich der neu aufgestellte Verband positioniert. Bitte begrüßen Sie jetzt ganz herzlich hier mit mir auf der Bühne Herrn Felix Falk, Geschäftsführer des Game-Verbandes und Frau Maren Schulz, Leiterin politische Kommunikation. Guten Abend. Herzlichen Dank, Maren, Felix. Liebe Gäste, wenn Sie noch Fragen haben, die beiden, da bin ich mir ganz sicher, stehen Ihnen super gerne heute Abend noch für Gespräche zur Verfügung. Einfach ansprechen oder in den nächsten Tagen über ein Kommunikationsmedium Ihrer Wahl eines obligatorischen kontaktieren. Ja, die beiden haben über den Zusammenschluss der bisherigen beiden Verbände gesprochen und aktuelle politische Themen. Doch, was sind die Hintergründe und wie kam der Koalitionsvertrag in der Branche an? Da schlage ich doch einfach mal vor, fragen wir am besten mal direkt die Vertreter des Verbandes. Auf die Bühne bitte ich nun als Vertreter des Vorstands des Game Herrn Jens Kosche. Er ist seit 2003 bei Electronic Arts und leitet seit 2014 auch den Bereich in Deutschland. Er vertritt heute Abend den Vorstandsvorsitzenden Herrn Ralf Wirsing, der leider von der Grippewelle nicht verschont wurde. Und ich schaue, wo er denn jetzt sitzt. Hallo, Jens. Ach, hallo, Jens. Hallo. Guten Abend. Willkommen. Und dann noch eine Frau, die viel auf die Beine stellt, bitten wir jetzt auch noch zu uns auf die Bühne, und zwar Frau Linda Kruse, Mitbegründerin des Studios The Good Evil in Köln. Sie wurde jüngst vom Online-Magazin Edition F als eine der Frauen ausgezeichnet, deren Erfindungen unser Leben verändern. Puh, klasse, würde ich auch mal gerne über mich hören. Denn sie entwickelt Spiele, die Spaß und Ernst in Games verbinden und dadurch das Lernen an Schulen verändern werden. Und ich glaube, das brauchen wir ganz, ganz dringend. Deswegen herzlich willkommen, Linda. Hallo. Toll, ja. Jens, es gab in den letzten Wochen zahlreiche Glückwünsche. Es gab großes Lob von allen Seiten, auch von der politischen Seite. Das heißt, dieser Schritt scheint besonders wichtig und positiv zu sein. Halten wir mal fest, aber warum ist das so? Es hat mal jemand gesagt, am Ende ist immer alles gut. Doch gerade deswegen ist Ihr Terminkalender leider ein bisschen schwer kalkulierbar. Und somit hat die parlamentarische Staatssekretärin Frau Dorothee Bär leider kurzfristig absagen müssen.
Aber sie hat es sich nicht nehmen lassen, eine Videobotschaft an sie zu schicken. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Und jetzt Let's Play. Dankeschön, Dorothee Bär. Bin mir sicher, den Applaus hört sie bis da, wo sie sich gerade befindet. Ja, Frau Bär hat ja gefordert, dass wir uns auf die Haushälter stürzen. Doch wir möchten uns hier jetzt erstmal in die leidenschaftliche Diskussion zum Thema stürzen. Und dafür bitte ich jetzt die Panelisten auf die Bühne mit einer kleinen Ankündigung. Und zwar auf YouTube gibt es bei unserer ersten Panelistin ein Video, das sie bei der täglichen Arbeit zeigt. Man sieht dort eine Frau, die viel unterwegs ist und die sich sehr für das Thema Digitalisierung einsetzt. Und gleichsam erfahren wir auch, dass sie zweifache Mutter ist. Gerne möchte ich da mit ihr gleich mehr über das Thema Jugendschutz sprechen. Herzlich willkommen, Frau Nadine Schön, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU-Bundesfraktion.